130 Anmeldungen finde ich exorbitant, wirklich gut. Das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass das Format attraktiv ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass bevor man an der Hochschule kommt, dass man sich einen Eindruck macht davon, was es heißt zu studieren. Weil studieren ist ja sehr viel freier, als an einer Schule zu sein. Da hat man vorgegebenen Unterricht, man muss vorgegebene Aufgaben bearbeiten. Und jetzt beim Studium ist es natürlich so, dass man sich selber die Herausforderungen suchen kann. Das Workshop-Format ist insofern besser als ein Frontalunterricht, weil es die Nutzer aktiviert. Sie müssen selber in Aktion treten, nachdenken, können sich einbringen, können ihre eigenen Gedanken entwickeln. Und das ist ganz wichtig, weil wir waren eine Gruppe von etwa 12 Leuten und über diese 12 Leute kann man schon eine repräsentative Meinung ablesen, die dann für einen Designprozess oder ein Produkt auch entscheidend sind. Im Film-Fernsehbereich haben wir den Teilnehmern eine Aufgabe gegeben, wo sie wirklich ganz frei waren und ganz kreativ waren, aber eben auch eine eigene Idee kreieren mussten. Und das ist eigentlich typisch für diese Studiensituation. Da werden die Rahmenbedingungen vorgegeben, aber im Kern, den Kern, das ist eine Leerstelle und die muss man dann einfach selber füllen. Ich glaube, da kann man viel mehr vermitteln. Nicht die abstrakte Struktur des Studiums, sondern was lernt man im Studium, wie wird es vermittelt an der Hochschule, was kann ich davon mitnehmen und sag mal, macht mir das Spaß, bin ich da gerne dabei. Dass hier wenig im Einzelkämpferbereich stattfindet, sondern viel halt in Gruppen, das finde ich kommt ganz gut rüber. Also ich denke, die perfekte Ergänzung nach jetzt diesem Talentcamp ist für mich, dass man sich in den Open Campus oder so, dass man sich mal in eine reale Vorlesung oder Veranstaltung reinsetzt. Aber dann glaube ich, dass man das echt perfekt beurteilen kann.